Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich befinde mich auf einer Messe, aber es ist keine reine Campingmesse. Und zwar ist es in Stuttgart so eine, ja, mehrere Messen auf einmal. In dieser Halle 6 ist Wohnmobil Erlangen vertreten mit Clever und natürlich im Hintergrund auch der Björn von ORC. Und ORC hat jetzt auch neue Dämpfer im Angebot. Normalerweise gibt es ja nur die Koni-Dämpfer, wenn man dort was kauft, aber hier in den Ausstellungsfahrzeugen ist jetzt Bilstein verbaut. Der Björn kann was zu den Bilstein-Dämpfern sagen, oder? Ja, sehr gerne. Ist natürlich eine tolle Erfahrung, auf einem schönen Teppich ein Fahrwerk zu erklären und zu zeigen. Ja gut, Fahrtests kann man hier nicht machen, ja? Aber man kann es ungefähr erklären, was der Unterschied halt, oder ungefähr der Unterschied ist zum Koni. Wir haben hier ein Doppeldämpfersystem oder ein System mit einem Ausgleichsbehälter. Wie ist das? Die Dämpfer jetzt auch dabei? Die Stoßdämpfer und die Federn oder nur Federn? Oder? Also wir kombinieren das mit Federn immer, weil das ist die Schwachstelle beim Ducato, bei dem hohen Gewicht, Grundgewicht vom Reisemobil. Bei der Dämpfung arbeiten wir jetzt hier mit dem Bilsteindämpfer, den gibt es jetzt seit 6 Wochen, ist der am Markt. Wir nehmen hier auch das Camper Advanced System, nennt sich das, also das ist das hochwertigste System, eben auch als aktiven Stoßdämpfer, also der hat ein Bypassventil und kann sein Dämpfervolumen auch verändern. Ist von der Abstimmung her etwas sportiver als Koni, geht in etwa den gleichen Weg, eben an der Hinterachse mit zusätzlichem Reservoir, damit das Dämpfervolumen vergrößert werden kann. Wir haben eine bisschen direktere Abstimmung, vielleicht nicht ganz so weich aufgestellt wie Koni und eben auch mit dem Riesenvorteil, dass die Kennlinie sich verändern kann. Und da kriegen wir natürlich schönes, exaktes Fahrverhalten in den Ducato rein. Okay, jetzt hast du es erklärt. Jetzt müssen wir eigentlich fahren. Jetzt müssen wir, genau, jetzt wollte ich gerade sagen, müssen wir es eigentlich mal testen. Preislicher Unterschied ungefähr? Es sind so 200 Euro, knapp 200 Euro, 190 Euro zugunsten von Bilstein. Es ist ein bisschen günstiger. Also wir haben gerade sowieso jetzt auch für die CMT natürlich, für die hier ja auch Werbung gemacht wird, ein Markteinführungsangebot und liegen bei 2.500 Euro. 2.500 heißt vorne, hinten Federn und Dämpfer oder nur Dämpfer oder wie? Nee, komplett. Also wir wollen hier keine Kompromisse eingehen, sondern wir tauschen vorne natürlich die Federn aus. Vorne kommt der Stoßdämpfer rein, hinten die Dämpfer und hinten eine Zusatzfeder, damit wir einfach auch den Niveauausgleich wieder haben und das Federvolumen vergrößern. Okay, und das gibt es dann auf der Messe, der CMD gibt es bei euch ein Angebot. Kann man direkt auf der Messe kaufen, kommt man vorbei? Also gibt es ab jetzt natürlich und wir halten das jetzt, sage ich mal, durch den Winter durch und können, sofern die Industrie und die Stahlpreise nicht hochgehen, können dieses Angebot, denke ich, schon bis zum Februar, März halten. Hoffe ich. Ja, hoffen wir. Also Leute, wenn ihr Interesse habt, an eurem Ducato was zu ändern, dann könnt ihr nach Bad Itzenbach kommen. Oder halt voranrufen, das wäre nicht schlecht. Vorher anrufen und dann vorbeikommen. Und dann vorbeikommen, genau. Ja, weil es gibt ein Winterangebot. Okay, es wird bestimmt in Zukunft noch andere Dinge geben. Wir haben schon was gesprochen, was es gibt vielleicht ab nächstes Jahr. Dann erfahrt ihr das natürlich hier auf die HUTV. Und ich gucke mir jetzt noch die Autos ein bisschen um. Ja, film mal die Stoßdämpfer von unten. Ich probiere es mal von unten zu filmen. Ja, leg dich mal auf den Teppich. Genau. Also, dann gucke ich mir jetzt mal die Autos an, weil da gibt es noch andere Veränderungen. Und zwar eine Rühl-Stoßstange. Zieht euch das rein, Leute. Natürlich in Wagenfarbe gibt es das hier. Bei diesen Fahrzeugen übrigens, wo hier stehen, die sind sofort verfügbar, die Fahrzeuge, mit dieser Stoßstange. Und ihr könnt die Stoßstange natürlich kaufen, direkt in Bempflingen. Jetzt probiere ich mal die Stoßdämpfer abzufilmen. Wird ein bisschen schwierig, die Leute werden mich angucken auf der Messe, denken, was macht denn der da? Aber das sind die Bilstein. Ich hoffe, ich krieg's rein. Ich halte nur die Kamera in den Radkasten, dass man es einigermaßen sieht. Da oben sind dann die Federn eben verbaut auf diesen Bilstein-Dämpfer. Hier gibt es dann die Deltas auf dem Fahrzeug, auf das Maxi-Fahrwerk mit noch einer extra Verbreiterung, sonst gibt es keine Zulassung für die Felgen. Da oben sind Sandbleche, hat das Fahrzeug noch. Und hier haben wir eine Treppe. Ich bin da so zwiegespalten, was die Treppe betrifft, weil kann jeder hochkrabbeln, wenn man nicht da ist, gerade Kinder. Und wenn die natürlich da hochkrabbeln und runterfallen, dann hat man natürlich riesen Ärger.
Kann man die Sandbleche drauf machen, dann blockiert man das ein bisschen und dann ist es auch ein bisschen sicher. Und wenn ihr euch fragt, was man eine Leiter braucht, naja, wenn du Solar auf dem Dach hast und alles, dann macht es natürlich Sinn, dass man auch hochkommen kann und kann das Solar abputzen. Sehe ich so. Weil die wenigsten machen ihr Dach übrigens sauber. Guckt mal auf die Dächer von deinen Kastendächern oder Wohnmobil, wie die manchmal ausschauen. Schrecklich. Die sollte man auch ab und zu sauber machen. Nicht nur die Solarpaneele, auch das Dach. So schaut übrigens das dritte Bett aus im Kastenwagen. Ich habe es, glaube ich, noch nie gezeigt. Ja, so kann man sich das dann vorstellen, dieses Gästebett. Das wird dann unten auf dem Tisch, der wird runtergefahren. Und dann gibt es so eine Platte noch, die hängt man ein, eben auf solche Füßchen, hätte ich jetzt fast gesagt, Matratze drüber. Und dann kann das Enkelkind oder ein kleiner Mensch, sage ich mal, obwohl so klein ist es gar nicht. Das ist schon über die ganze Breite. Kann ein Erwachsener drauf schlafen? Ist absolut möglich, falls noch eine dritte Person mal mit möchte, hier in diesem Fahrzeug. So, das war's jetzt vorerst mal. Ich gucke mich jetzt noch ein bisschen um. Ja, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Schreibt das in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video, Leute. Ich bin raus. Ciao.